Wollen wir also die Minimalkosten der Bestellung einmal grafisch bestimmen? Dazu müssen wir uns zum einen veranschaulichen, wie die Abbildung der Bestellkosten aussieht, letztlich auch, wie die Abbildung der Lagerkosten aussieht und dann eben die Bestimmung der optimalen Bestellkosten, woraus sich ja die Minimalkosten der Bestellung dann letztlich ergeben. Wie sehen also die Bestellkosten aus? Die Bestellkosten zur Erinnerung waren nichts anderes als KB gleich R durch Y mal CR. Und wir wollen jetzt auf der Ordinate nur die Kosten abbilden. Normalerweise sind Sie ja gewohnt, dass wir die Variable nehmen, wonach die Gleichung aufgelöst ist, das auf der Ordinate darstellen. Da wir aber hier gleich in das Enddiagramm wollen, wollen wir diesmal nur auf der Ordinate einfach die Kosten darstellen und diese Grafik Schritt für Schritt letztlich aufbauen. Auf der Abszisse soll dann die Bestellmenge abgebildet sein. Und die Bestellkosten haben folgenden Verlauf, nämlich einen degressiv fallenden Verlauf. Und Sie müssen sich einfach nur erinnert fühlen an die Kostenbegriffe. Und hier hatten wir die fixen Stückkosten, wenn Sie sich daran erinnern können, genau solch einen Verlauf. Es bedeutet also nichts anderes, je größer die Bestellmenge pro Bestellung, umso niedriger letztlich die Bestellkosten. Kommen wir zu der Abbildung der Lagerkosten. Zur Erinnerung wieder, die Lagerkosten waren nichts anderes als ein halb mal y mal b mal t. Und hier wollen wir auch wieder nur die Kosten auf der Ordinate abbilden und auf der Abszisse wieder die Bestellmenge. Und die Lagerkosten steigen einfach nur linear mit der Bestellmenge. Je größer also letztlich die Bestellung ist, umso mehr haben wir auf Lager, umso teurer sind selbstverständlich die Lagerkosten. Bringen wir das Ganze also einmal in einer Grafik zusammen.